Hallöchen, meine Liebe, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Sekiro. Shadows Die Twice. Wir sind ja jetzt hier, also im letzten Part haben wir ja diese Affen besiegt. Und jetzt sind wir hierher teleportiert worden. Wie heißt das hier schon wieder? Das innere Heiligtum vom Zenpo-Tempel ist das. Und da wartet die Frau da. Das ist die Stimme, die wir letztes Mal am Ende gehört haben. Gucken wir mal, was die werte Dame uns zu sagen hat. ナニゆえ参られたのですか。不思議よ。求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰ったものがおらぬということ。それでも試されるのですか。いや。抜こう。そうですか。わかりました。 Ja, ich meine, ich kann ja nicht sterben, von daher, no problem. Die sterbliche Klinge. Ein Odachi, das Unsterbliche töten kann. Seine blutrote Klinge nimmt jedem das Leben, der sie zieht. Es wurde lange im Zenpo-Tempel versteckt und nur jemand mit der Macht der Auferstehung kann eine so furchterregende Waffe führen. Ihr wahrer Name ist eingraviert. Gütiges Geschenk der Tränen. Gut, dann reden wir nochmal mit der Dame. なるほど。読んだことがあります。流因を断つ術があると。つまり巫女は流因を射てお出なのですね。そうだ。 巡り合わせとは、いいなものですね。私は、オチの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた、偽りの流因を持つものです。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆は、ここに眠っています。そうか。 節を立つことが正しいのかは分かりません。なれど流因が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。Reis. Reis aus der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Er stellt schrittweise für kurze Zeit Vitalität wieder her. Selbst bei nicht-göttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenbluts für eine reiche Ernte. Reis ist wertvoll. Er stellt nicht nur die Vitalität wieder her, sondern wird süßer, je mehr man davon isst. Das ist Kome. Ja, Okome wa daiji to zonjimasu. Kameba kamu hodo amaku nari. Okay. Ja.
Hast du noch was zu sagen? Um Reis bitten, hast du noch mehr? Heiliges Kapitel infiziert geben. Gib mal hier. Ah, stimmt, das ist ja von dem anderen da, der beim Altar war, wo wir die kleine Glocke geläutet haben. Im letzten Part, wo wir zu den Affen gekommen sind. Das müssen wir hier geben. Okay. Sakura-Tropfen, was ist das schon wieder? Ja. Ich bin ja immer noch da. Du musst auch nicht Tschüss sagen. Ich will nur gucken, was die Sakura-Tropfen sind. Ein hellrosa Kristall, der entsteht, wenn ein unsterblicher Eid nicht geknüpft werden kann. Erhöht die Auferstehungsmacht für eine zusätzliche Auferstehung. Die Versprechen der Unsterblichkeit zum Erlangen der Auferstehungsmacht... keine Ahnung. Zeigen wir es einfach mal. Ja. もしや、それは桜雫、流因の不死の契約がならざる時、引き換えに残るものとか。 では、これもまた流因の力を。はい。巫女の忍びよ、よろしければ私がこれをあなたの力としましょう。 Und wie will sie mir helfen? Komm, wir geben mir es mal. わかりました. Meo totchte kudasai. この桜雫を doka anata no ochi kara ni itadakou. Hai. Meo akete itadaite daijoubu desu. Wakatta. Zusätzliche Auferstehungsmacht gewährt. Sakurashizuku no chikara anata ni yadotta yō desu ne. Okay. Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich zweimal auferstehen, bis ich das wieder mit einem Todesstoß aufladen muss, oder ich krieg mehr Leben, wenn ich auferstehe. Geht's einfach mal hier ein bisschen durch. Vielleicht ist hier oben irgendetwas. Haben wir hier Schönes. Ja, man muss das Gebiet erkunden. Wer auch noch gucken will. Ah, jetzt kann ich keine. Ah! Ja, moin. Das ist also die Tür hier. Das führt zu der Kleinen da unten. Wer jetzt auch noch gucken will, der Reis. Den kann ich eigentlich der alten Frau abgeben gehen, oder? Rein theoretisch. Kann ich auch das andere Schwert, das hier, ausrüsten? Kann ich nicht. Kann ich dafür jetzt... Wo sind sie denn? Hier sind ja zwei, oder? Den endgültig töten? Oder steht er trotzdem wieder auf? Wegen der sterblichen Klinge. Bin ich jetzt gespannt. Ja, er steht wieder, okay. Ja. Also, ja, was mache ich jetzt? Wir mal was gucken. Ich habe noch so in Erinnerung, hier bei, war es bei Shugendo oder beim Tempelgelände? Da war ja so eine Frau. Und die hat ja damals was von Reis gebrabbelt. Ich glaube, das war kurz vorm Shugendo. Kann das sein? Glaube nicht. Hier war es aber auch nicht. Gehen wir mal zum Shugendo. Weil ich glaube, da beim Shugendo
kann man auch das weiße Windrad finden für den heulenden Mönch am Anfang des Tempels. Wenn ich mich richtig entsinne. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Die war doch hier in der Nähe irgendwo. Ah, guck, die stehen immer noch da. So, dalle. Den ersten haben wir schon mal. Der hier hat nichts zu melden. Ah, nee, das ist wieder so einer, ne? Ich warte, bis er da vorbeigelaufen ist. Genau, dann gehen wir hoch. So. Und dann gehe ich wieder. Tschüss. Die können mir eh nicht folgen. Ich bin mir jetzt halt wirklich nicht mehr sicher. War die alte Frau hier? Oben, also da oben am Ende von dem Ding? Ich glaube es aber nicht. Oder war sie vor dem Gebäude? Ich glaube aber, es war vor dem Gebäude hier. So. Wo steht denn der andere? Fuck, der kommt wieder. Scheiße. Nicht gut. Gegen den möchte ich eigentlich nicht einfach so kämpfen. Dem möchte ich eigentlich einen Todesstoß geben. Wenn das irgendwie geht. Hallo. Oh, jetzt haben sie wieder die Bögen hier. Das macht nichts. So. Und mit denen habe ich eigentlich so die meiste Mühe. Die mit den komischen Klingen. Ich würde jetzt mal den auch mal vorsichtshalber. So. Jetzt ist die Frage halt. Ach so. Einfach so runter. So. Um mich da festhalten, oder? Nee. Gut. Na. Hä? Komm schon da rüber. Da hinten sitzt sie ja, oder? Ja, das ist sie, die alte Frau mit dem Reis. Ich gebe ihr den. Mama, was will ich mit dem? Ja, bei der Kürbisflasche. Kann man das aufmachen? Kann man nicht. Gut, dann gehen wir so rüber. Zack. So, meine Liebe. Ah, nee. Doch, etwas Reis. Ja, nimm ihn. Masashiku Miko-sama no okome. Arigataya, arigataya. Otsuge o tanomu. Essgeräusche. Ich auch nicht. Ich hab keinen Plan, was sie meint. Kann das... ist das was? Meint sie das? So,
Ungos Konfekt. Für den Ungos Konfekt habe ich dir Reis vom göttlichen Kind gebracht, du blöde, blöde Kuh. Jetzt habe ich die... Ja, jetzt habe ich das gar nicht mehr, ne? Wow. Du bist eine blöde Kuh. Ich habe dir den... Ich habe all diese Qualen über mich erlitten, nur um dir eine Scheißschale Reis zu bringen von einem göttlichen Kind, das nicht sterben kann. Leute, ich dachte, der lebt wieder. Und als Dank gibst du mir Ungos Konfekt. Ich habe... Ist ja nicht so, als hätte ich schon... Ja, 18 Stück davon gehabt. Ah. Oh. Naja. So, jetzt will ich einfach mal noch kurz hier oben gucken gehen. Dann im nächsten Part gehen wir zurück zur Ashina-Burg. Ich möchte einfach hier oben kurz gucken. Ja, jetzt kommen wieder die ganzen Ratten dann. Das könnte ein bisschen nervig werden, aber... Was soll's. Hier oben ist ja vielleicht... Irgendwas ist ja vielleicht hier... Lol. Lol, du Wichser. Oh! Stirb endlich! Stopp, Moment mal. Oh, die machen schon Damage, die Kollegen hier. Lebt noch einer? Nee. Oh. Leute, hat mich nicht gesehen. Okay. Und sonst, wenn sie mich... Ah, oh, Gachins Konfekt. Okay. Und wenn sie mich dann halt sehen... Dann... Mach ich einfach mit der Axt. So, zack. Lol, das geht nicht. Geht nicht jedes Mal. Alter. Hör mal, halt dich auf zu blocken hier. Wow. Die Ratten, die sind halt schon unangenehm. Hab die nie gemocht. Oh, da drüben ist ja noch was. Fuck, wie komme ich denn da nach drüben? Da ist ja noch ein Item, das ich nicht mitgenommen habe. Geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht, meine Lieben. Das wird definitiv noch geholt. Aber sowas von. Und jetzt? Ach so, jetzt geht... Aber jetzt bin ich wieder hier, ne? Ja, fick mein Leben. Jetzt bin ich hier, wo der gepanzerte Krieger war. Ah, aber hier. Das habe ich gesehen auf YouTube. Aber mal so per Zufall. Hier ist... Nee. Hier ist nur das Rot-Weiße. Ach, scheiße. Das ist natürlich nicht schön. Wo war denn das Item? Komm ich denn da nach drüben? Keine Ahnung. Geht's hier noch runter? Nee. Also es geht schon runter, aber... Das wäre die falsche Richtung. Hier auch nicht. Hier auch nicht. So, okay. Fuck, ich dachte, hier finde ich das weiße Dings. Ich weiß nicht, wo ich das weiße finde. Da müsste ich mich vielleicht kurz auf YouTube informieren, wo ich... Oh, spiele mit dem Feuer. Muss ich wahrscheinlich einfach rennen, ne? Wow, fuck, jetzt habe ich... So. Hat sie auch noch eine Ratte? Oh, scheiße. Ja, da muss ich mir jetzt gut festhalten. Probieren was. Wow, jetzt hat es ganz kurz geleckt, ey. Ich dachte, jetzt ist es geschehen. Oho.
Halleluja. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber hier war ich definitiv... Fuck my life. Müsst ihr mich so erschrecken? Wenigstens geben die ein bisschen Leben zurück. Boah, Stufe 3. Nice. Und jetzt? Wir sagen, das war's. Oder geht's doch nach unten? Nee, hä? Hier kann man sich nicht festhalten. Okay. Also hier ist auch nichts. Verstehe ich das richtig? Ich bin jetzt hier nach drüben gekommen. Für nichts. Ah nee, stopp. So. Zack. Das weiße Windrad. Ja moin. Sehr geil. Ich habe mir doch schon gedacht, das kann nicht sein, dass hier einfach nichts ist. Sag mal hier noch. Ja, auf Damage zu machen, du blödes Vieh. Sehr geil. Es war hier oben versteckt. Was haben wir denn hier noch? Schönes. Oh ne, so einer ist da drin. Fuck. Aber ich war hier noch nicht. Vielleicht ist ja noch ein Miniboss hier. Ja, wieder so ein hässliches Ding hier. Das ist kostenloses Leben. Oh. 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 Okay. Das hatte ich jetzt noch nie, solche Lags. Wie komme ich hier? Mal gucken, was hier oben so ist. Ah. War ich hier schon mal? Nein. Ah, guck mal. Jetzt kommt's ans Licht. Der Glockendämon-Tempel. Lesen. Läute diese Glocke nicht, es ist tugendhaft, das Unglück herauszufordern, doch nur die Tapfersten sollten es wagen. Dann warten wir noch einen Moment, ich will jetzt noch gucken, was hier drin so ist. Schwarzes Schießpulver. Wie komme ich denn hier rein? Geht das irgendwie? Da drüben. Ja, hier. Ah, nicht... Was ist es? Affenschnaps. Alkohol, der durch Tau, der sich in einem hohlen Baum sammelt, entsteht. Früchte, die von Affen in Baumhöhlen versteckt werden können, fermentieren und mit etwas Glück zu Sake werden. Er ist für seinen rauen Geschmack bekannt, doch manche finden diesen besonderen Geschmack unwiderstehlich. Okay, und was haben wir hier? Ein schwerer Geldbeutel. Ja, moin. Ich dachte, der hier, das ist so einer, der, wo da wieder so ein hässliches Vieh rauskommt, ne? Die, so ein Unsterblicher. Ist hier nichts? Ist doch sicher was. Oh. Oh. Aber noch einen Geheimgang entdeckt. Wisst ihr was? Machen wir mal das nächstes Mal. Wir haben jetzt das weiße Windrad gefunden. Wir haben irgend mehr Auferstehungsmacht. Ich weiß noch nicht, was das genau bringt. Das sehen wir dann, wenn ich wieder mal sterbe. Oh fuck, ich hätte noch rasten sollen bei der anderen Statue. Ne? Ich habe nur noch 4 Aufladungen. Das macht nichts. Ich mache hier schon mal das Feuerwerk bereit. Und ja, jetzt haben wir im Sempo-Tempel noch was entdeckt, was ich noch nicht entdeckt habe. Das ist geil. Und das weiße Windrad, wie gesagt. Und da ist diese komische Glocke, die werden wir definitiv noch läuten. Da bin ich gespannt, was passiert. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.